Also, nö, Freunde, schwarte Kindzerrung und Bubblenet und damit wollen wir loslegen. So, Knife Round findet statt, Freunde. Playing Ducks gegen die Jungs von Big. 1:0 steht es hier nach Maps. Das heißt, Big ist auf jeden Fall hier im Zugzwang. Die müssen loslegen, um sich hier für die First Division zu qualifizieren. Und die Playing Ducks, die brauchen nur noch eine Map, um ja, das Ganze zu verteidigen und weiterhin in der First Division der ESL, ach Gott, der ESL sage ich schon, der 19er Damage League am Start zu sein. Das ist mir noch nie passiert. Umgekehrt schon 100 Mal, aber so noch nicht. So, Freunde. Viele schreiben schon in den Chat, auf geht's. Genau das sehe ich genauso. Jetzt nochmal eskalieren, Freunde. Richtig hart eskalieren. Und wir gucken auf die Utility. Preet mit Smoke und zwei Flashes. Und Aika mit einem Diffuse geht unter Smoke. Also auf geht's, Freunde. Kann man hier das 2-0 beenden bei den Ducks? Oder wird Big hier nochmal eskalieren und sagen, nein, wir wollen das Ganze nochmal auf Inferno in die Entscheidung bringen? Boah, und Ultimate, der veraimt da brutalst. Aber die einfachsten sind die schwersten, wie man es ja immer so schön sagt. Preet jetzt gerade hier schon mit Flash-Timing. Versucht auch nochmal zu punkten, aber schafft es nicht. Und dann mit Denim, Aika und Kara. Gegen drei Spieler, zwei davon, zwei davon ordentlich low. Kara bekommt schon mal einen Frag und es gibt hier USB-Gedaddel ersten und dann ist nur noch Aika alleine gegen drei. Dann seien wir ehrlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das hier nochmal nach Hause bringt. Und er hat, gönnt sich hier 1:0 für Big, also. Da schon mal auf jeden Fall die Pistol für sich entschieden. Ist ja auch wichtig. So, P250 und Deagle am Start. Denim und Ultimate sind also dementsprechend nochmal ja, mit Waffen unterwegs, die sie hier zum Sieg führen sollen. Aika mit einem kleinen Push. Der wird wahrscheinlich jetzt gleich hier auf den Spieler vor B treffen. Ja, Spieler bekannt. Boah, schönes Ding von Denim. Da weiß man auch, warum man hier auf die Deagle geht. Die ist natürlich immer stark. Damit kann man Entries setzen, damit kann man hier Matches direkt mal anders eröffnen. Das macht doch unheimlich Spaß, das Ganze hier schon wieder zu begutäugeln. So, das darf man natürlich jetzt hier nicht verlieren. Wenn man diese Runde verliert, das wäre natürlich muy fatal. Immer wieder die Jiggle Peaks, nicht zu weit. Jetzt geht's hier slowly Richtung A-Spot. Und da warten Ultimate und Denim. Beide mit den Pistols. So. Und man kann mit diesen Pistols nichts machen. Alle Spieler werden rausgenommen. Letzter Überlebender ist Kara. Das wäre natürlich schon Gold wert, wenn er überhaupt nur noch eine Waffe hier rauspicken könnte. Uiuiui. Sonst, ne? Vier Mann. Ihr kennt es. So, Deagle geholt. Wollte nochmal rumziehen. 2:0 und Playing Ducks jetzt mit Geld unterwegs. Müssen also gegenhalten und das ist immer wichtig. So, damit erste Equip Round für die Enten. Und das wäre natürlich was, wenn Big Academy hier genau diese Runde natürlich für sich gewinnen kann, um letztendlich ja, vielleicht ein bisschen fulminanter hier in so einer Halbzeit zu starten, beziehungsweise in dieses Spiel, um die letzte Map dann nochmal ein bisschen besser zu verdauen. Also das auf jeden Fall eben eine harte Leistung.
von den Jungs von den Playing Ducks, die gezeigt haben, okay, mit uns ist nicht zu spaßen, Jungs. Spielt gegen die Second Division, okay, aber gegen uns, da müsst ihr nochmal eine Schippe oben drauf legen. Aber vielleicht zeigt Vic ja, dass sie genau aus diesem Holz geschnitzt sind. Und dass sie dann dementsprechend sich hier auch gegen einen First Division Teilnehmer durchsetzen wollen und können. So, Breed. Schöne Unterstützung von Aika, kann dann sofort den Reflex setzen. Und Aika, erster. Aika, zweiter. Dritter! Aika! Stark gemacht! Und das ist Spielklasse. Das gönnt man sich hier. Da knallt's. Ab ins Bett mit a Head. Eieiei. LP senkt sofort die KI durchgescrollt und eine Antwort auf Ab in die Haie, Aika. Wobei sich das auch so krass reimt wie Stock auf Nitroglycerin. Nitro, nicht Nitro. Oder? Nitroglycerin. Oder ist es Nitroglycerin? Ich weiß es gar nicht. I don't know the exact pronunciation for this word. So, und den nehmen einfach mal schön durch die Smoke gespritzt. Aika ebenso wieder mit seiner M4 am Start. Und das funktioniert hier gerade sehr, sehr gut. Sie halten den Baseball und schaut euch mal an, wie sie da schon umschlossen worden sind. Also vier Mann sind schon instant da. Erster Spieler bekannt, jetzt Refrag, eins weiterer. Weißmann ist auf dem Spot. Sync bekommt hier den werten Herrn. Letzter Beleben, das Preet auf dem Spot. Keine Chance. Dann zumindest nochmal einen Spieler mitnehmen. Das heißt, drei hat man verloren. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein Minimalziel. So, Freunde, 2 zu 2. Und die Jungs von Big wieder mal mit Pistols unterwegs. Aber wir sehen es. Einige CZs, eine P250 und sonst Glock. Das könnte hier auf jeden Fall... Ja, wollte ich gerade sagen, mit der CZ immer eine schwierige Angelegenheit werden, wenn man nicht instant trifft. Und die Shots saßen nicht perfekt. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall schon mal eine ausgeglichene Situation auf dem Spot. Aber den im Früh da. Gara mit dem nächsten kann da ausgleichen. Und dann entschärfen sie das Ganze doch noch relativ gut. 3 zu 2, trotzdem zwei Spieler verloren und vor allen Dingen die Bombe bei Big gelegt. So, und das jetzt hier wieder mal eine Equip-Round für die Jungs von Berlin International Gaming. Und das war ein sehr, sehr, sehr sauberer und schneller Schuss. Aber dann Panix auch schon herausgenommen. So, Aika immer wieder diese Backstabber-Mentalität, immer wieder diese unglaublich krassen Timing-Pushes, die er da aufs Papier bringt. Das ist echt immer wirklich eine sehr, sehr gute Sache, die er kann. Vor allem jetzt der ganze B-Spot komplett offen. Man weiß, er kann Toxic stehen, man kann, weiß, er kann die Schächte stehen. Man hat keine Ahnung, man muss so viel Utility und Zeit verbrauchen, um letztendlich den B-Spot jetzt erneut einzunehmen. Jetzt geht es auf den A-Spot. So, der Shot hätte mal connecten können. Aber für Big natürlich umso vorteilhafter. Oh, Reaction, aber Ultimate! Junge, Aiming auf höchstem Niveau. Hier klingelt es und Playing Ducks, die gönnen sich die nächste Runde. Drei Spieler verloren. Da kann man überlegen bei Big. Kaufen wir da was? Aber sie kaufen auf jeden Fall Pistols. Das ist Pflichtprogramm. Das wäre auch dumm, wenn man es nicht tut. So, da sind wir gespannt. Ob man hier vielleicht
mit diesen Pistols Widerschaden anrichten kann. Der schlussendlich dafür sorgt, dass man das Geld der Jungs von den Playing Ducks tief hält und ihnen jede Runde eine Aufgabe gibt, sich durchzusetzen. Das bedeutet nämlich dann Arbeitssieg. Aber hier in dem Fall, sie haben schon ein bisschen Geld aufgebaut. Was heißt ein bisschen, ne? 8.100.263.340. Das heißt, eine Runde kann man sogar verlieren und kann sich dann trotzdem noch equippen. Das heißt, umso wichtiger für die Biggies, jetzt hier langsam mal ein bisschen Zug aufzubauen, ne? Also, ohne diese Waffengewalt, ohne diese Dominanz wird es gegen dieses Playing Ducks gerade extrem schwierig. Denn sie haben auch schon auf Overpass gezeigt, dass man mit ihnen auf jeden Fall zu rechnen hat. So, schöner Push. Ah, das ist, also was muss man, also eine Sache muss man wirklich sagen. Das Aiming von den Ducks ist sauber. Absolut sauber. Crisp, clean, cremig, lecker, schmecker, Topolo. Playing Ducks 6:2. Ultimate und denen einzigen Spieler, die Waffen verloren haben. Und da die absolut richtige Reaction von Reaction. Timeout. Was anderes macht einfach in dem Augenblick keinen Sinn. Läuft das eigentlich über GoTV oder über Delay von Twitch? Das läuft über GoTV, lieber Freund. Lieber, meine Augen gerade. Ice TV, EYZ TV. Der große Vorteil ist auch, wenn es über GoTV läuft, dass es dann von GoTV auch einen Autodirector gibt, wenn man direkt vom Server das Ganze macht, dann musst du komplett alleine observen. Das ist als Caster dann doch schon eine Schwierigkeit, wenn man sich ja schon mal gerne auf den Autodirector verlässt, denn er kann natürlich am besten herausfiltern, wo schon Fracks stattgefunden haben und uns die natürlich dann auch kredenzen, wobei man ja immer noch sieht, perfekt funktioniert er nicht, aber allemal besser als die meisten Leute es so manuell hinkriegen und dann trotzdem noch relativ fachkompetent casten möchten. Ja, und es wird auch schon wieder philosophiert mit Big und so weiter. Auch AYB, die es jetzt zum dritten Mal versucht haben über die Relegation und nicht geschafft haben. Ich sag mal so, das erste Mal ist meistens das Einfachste. Man ist noch extrem hoch motiviert. Man versucht mit allen Mitteln hier irgendwie dann das Ganze durchzusetzen. Und beim zweiten Mal wird es dann schon so ein bisschen die Routine und manchmal auch die Motivation, weil man eigentlich den Anspruch hat, man muss es schaffen. Und das könnte natürlich dann nochmal ein bisschen schwieriger werden, Freunde. Ich sage heute sehr oft Freunde, das muss ich mir abgewöhnen. Entschuldigung, Freunde. So, und damit geht es weiter. Damit geht es weiter. Erste Map, wie ist die ausgegangen? Ausrufezeichen Maps, da kannst du das Ganze begutäugeln nochmal. Ich kann dir das genaue Ergebnis gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall soll es zügig Richtung B-Spot gehen und da kommen sehr, sehr starke Molotovs. So, und damit erster Frack hier von Aika. Aika immer noch unterwegs, Aika mit dem zweiten. Aika! Und das hat gar nicht funktioniert. Aika, 12 Frags, 9 bei Synced, 7 bei Kara, Dene mit 5 und Ultimate mit 6. 6 bei Ahead, 5 bei Reaction und 4 bei Preet, Anuin und Panix. So, und es wird natürlich hier viel diskutiert und geflamed.
Oh, die Leute haben es so einfach aus der First Division und. Aber wenn ihr mit ruhigem und reinem Gewissen sagen könnt... Oh, das geht auf jeden Fall schnell. Wenn ihr mit ruhigem und reinem Gewissen sagen könnt, dass dieses Spiel auf Overpass und hier auf Cash der davon geschuldet ist, dass man ein zweites Best of Three machen kann, dann seid ihr auf jeden Fall sehr abgebrüht. Denn hier spielen die Ducks in diesem Moment zumindest auf jeden Fall um einiges besser. Das Aiming ist hier einfach on point. Big auf Overpass unter ihren Erwartungen. Ich bin selber großer Fan von der Organisation, vor allen Dingen von Gopi. Und würde es natürlich Big von Herzen gönnen, wenn sie das schaffen. Aber die Ducks sind gerade einfach eine Macht. Und auch ihnen gönne ich es natürlich. Erstklassig zu bleiben. Mittlerweile schon ein Traditionsverein in der nationalen Ebene. Auch wenn es nie für internationale Erfolge gereicht hat. So, Aika. Aika mit dem Nächsten. So, Anowin kann das Ganze hier nochmal beenden und dann ist Denim natürlich raus. Trotzdem weiß man auch natürlich ganz klar, dass Aika weiterhin auf dem Baseboard ist. Diesen Boost finde ich gerade Weltklasse. Wirklich unheimlich stark. Gut antizipiert. So kann man den Spot relativ offen halten. Man kann rotieren, man kann zusammen diese Map besser kontrollieren. So, um das Ganze nochmal durchzuspinnen. Wie willst du denn ein anderes System machen? Was fairer wäre? Maximal Swiss-System. Das könnte man maximal machen. Aber sonst ist es einfach der Rang 2 der Division 2-1 spielt gegen Rang 3 der Division 2-2. Und umgekehrt. Absolut vom Seeding gerechtfertigt. Und das Seeding sieht dann natürlich vor, dass die Playing Ducks dann irgendwo sind. Sonst wäre es mega unfair. Stellt euch mal vor, man macht einen Turnierbaum, wo dann auf einmal Rang 2 gegen die First Division Slot direkt ran muss. Also das ist Quatsch. So ist das System absolut gerechtfertigt. Und Reaction, der Plant, ebenso gerechtfertigt in seinem Spielstil. So, Ultimate bekommt es. 8-3. Und Big hat hier wirklich große Schwierigkeiten, gegen die Enten anzutreten. Aber ein Swiss-System mit 5 Teams klappt auch nicht, da man dann doppelt gegeneinander spielen müsste. Also das auch wiederum keine Möglichkeit. Also grundsätzlich von der Fairness her, wie gesagt, wenn du sie dann in den normalen Pool mit aufsetzt, derjenige, der als erstes gegen die Ducks ran muss, hat dann die Punkt-Punkt-Punkt-Karte. Kann sich null durchsetzen. Deswegen kann man es auch einfach so machen, dass sie am Ende auf diejenigen warten, die sich im Second Div Pool durchgesetzt haben. So, Panics und Preet, die kriegen auf jeden Fall endlich mal hier den Fuß in die Tür. Schaffen es endlich mal hier ein bisschen abzublocken. Die Jungs von den Ducks auf die Hörner zu nehmen. Wo der Name Aika kommt, weiß ich nicht. Agentin Aika gab es damals. Da gibt es halt. Kara mit der AWP, sehr close. Preet, schönes Timing gewählt. Wusste natürlich ganz genau, dass man da im Zoom ist in dem Augenblick. Aika, letzter Überlebender. Und das ist mal eine wichtige, wichtige Runde für die Jungs von Big. Ja, und dann holen sie. Also wichtig, stark. Und das ist der Punkt. Schaut es euch an. Die holen einfach mal eiskalt 7 Runden in Folge quasi. Gut, dazwischen war noch eine, Entschuldigung. Das passt jetzt nicht in meine Ausführung. Trotzdem, sie haben viele Runden, haben eine starke Phase gehabt. Jetzt verliert man eine Runde, muss in die Eco. Das wollte ich damit sagen. Zack. Wann ist eigentlich nächste Anmeldung für 99 Damage? Ich glaube, Major hatte gesagt, dass sie das announcen können Mitte Januar oder so.
Also das Announcement dazu kommt Mitte Januar. Meistens ist es ja dann immer noch so, weiß ich nicht, einen Monat hin oder so. Ich weiß es nicht. Kann es dir nicht genau sagen. Das wäre Spekulatius. So, jetzt wichtig. Big. Folgerunden holen. Lol. Der Schacht, Junge. Er hat einfach mal komplett den Damage getankt. Da sollte man auf jeden Fall jetzt nichts anbrennen lassen, aber Reaction bekommt schon wieder direkt den ersten Headshot. Preet aber, ja, er sieht das Füßchen, Trigger Control ist auf jeden Fall da. Man muss jetzt zurückziehen, das könnte man natürlich als Reaktion bei Big sagen, okay, wir pushen B hinterher, um letztendlich da natürlich, ja, diesen Spieler noch ein bisschen unter Druck zu setzen. Ah, ja, macht man nicht. AZN, mein Lieber, schön, dass du da bist. Und den bekommt hier schon mal zwei Deagle Chains. Anuin. Ey, und Sync mit den nächsten. Das darf natürlich jetzt nicht passieren. Wenn man solche Runden abgibt, dann ist es hier absolut nicht gut. Ah! Anuin, und das verliert er, das verliert er! Didax! Didax holen sich hier die 9. Runde. Holy Guacamole. Und das mit einer Deagle-Eco. Bedeutet, die Spieler, die jetzt überlebt haben, haben sogar nochmal Geld gut gemacht. Es sind nur noch 2 Runden. Und Big mit Pistols unterwegs. Ich hätte es nicht gedacht, die Playing Ducks sind hier. Ja, in diesem Moment bedeutend stärker als die Jungs von Big. Seiko CSGO, alles gut, man kann über alles diskutieren. Du hast ja auch im vernünftigen Ton gesprochen. Das ist sehr gerne gesehen. Man kann ja auch alles nochmal, man muss ja manchmal auch Gedankengänge mehrfach fassen, damit man sich selbst nochmal ein Bild macht. Dafür sind Diskussionen, Gespräche da, um sich gegenseitig zu spiegeln und zu unterstützen. Aber jetzt geht es erstmal um die Unterstützung für diese beiden Teams. Playing Ducks gegen Big. Und wer jetzt gerade die größere braucht, das ist ganz klar. Das Berliner Werksteam von Berlin International Gaming. So, Ultimate schön am Galo. Einen rausgenommen, dann als Support auch dem. Jetzt werden sie natürlich richtig frech. Jetzt wird einfach gefaced und das Aiming ist da dafür. 10-4. Playing Ducks. Fulminant. Stark. Wirklich sehr, sehr gut. Das kann man einfach mal sagen. Und Wonder Womba, danke für deinen Sub. Du hast diese Halbzeit auf jeden Fall schon mal mitgesponsert, Freundchen. So, wer wird hier die Nase vorne haben am Ende? Kann man sich beim Big hier nochmal zurückkämpfen? Große Fragen, wenig Antworten. Es wirkt nach Nein, zumindest was die letzte Runde angeht. Und dann ist es entscheidend, man braucht die Pistol. Und damit ist es hier. 11-4, stark. So, Simpelmann schreibt, ich finde es wirklich sportlich von Big, dass die Ducks so einen Vorsprung gönnen. Und Evo, ist schön, wenn Big es schaffen würde, aber seien wir mal realistisch, die Jungs, sie spielen erst seit kurzer Zeit gut mitgehalten, obwohl sie bei weitem nicht so viel Erfahrung aufweisen können, wie die, das Line-Up der Ducks. Die Ducks sind vom Aim definitiv stärker. Big Academy müsste mir eine gute Verfassung sein, um es zu holen. Denke leider, dass die Jungs nach ihren Superleistungen im BO3s leicht overplayed sind. Ducks hingegen konnte sich fresh machen und kommt mit Full Fokus in die erste Partie. Was man wirklich sagen muss, wenn es eine Sache gibt, die man hervorheben muss, die sind wirklich eingespielt, die Playing Ducks. Also da dieser Nachteil, dass man vielleicht noch nicht im Turnier ist, dass man noch nicht drin ist für die Partie, die kann man hier auf jeden Fall nicht, kann man hier nicht werten. So, eine Deagle sogar bei Kara.
Der will picken, Kara. Kriegt aber keinen. Ja, gut, durch die Wand in Hit gesetzt. Trotzdem extern gedecktes Base-Wörtchen. Freed bekommt einen, aber dann Ultimate erfolgreich gegen Anuin. Jetzt 4 gegen 4. Freed hat übrigens immer noch das Diffuse geht, aber sie haben keinerlei Utility. Es geht hier also ums blanke Aimen, ums blanke Überleben. Und da sind die Ducks natürlich gerade sehr, sehr gut aufgestellt. Seiden-Reaction hat Bock. Wow, Denim! Denim! Oi, 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 oi. Da ist selbst meine Stimme kaputt gegangen. Einfach auf der Strecke geblieben. Trotzdem sauber, saftig, fruchtig geaimt. Und die Pistole, die wäre unglaublich wichtig für die Jungs von Big gewesen. Jetzt irgendwie den Kopf frei machen. Vielleicht so einen gewissen YOLO-Modus entwickeln. Und dann die Jungs von den Playing Ducks auf dem falschen Fuß erwischen, wenn sie das überhaupt noch hier zulassen, Freunde. Und das ist ein schöner Satz. Chrissy MZ, Respekt an Playing Ducks. Krasse Leistung. Ja, muss man so unterschreiben. Kann man so unterschreiben. Mag ich auch so unterschreiben. Aber Anuin. Anuin und der Head, die wollen hier nicht aufgeben. Auch sie können Ekos vernünftig spielen. Vor allen Dingen synkt mit der MP5. Das wird bitter. Ja, dann holt das. Stark gemacht. Und das ist natürlich der... Boah. Super. Aim-Technik. Absolut auf der Höhe. Und wir gucken mal. Synkt 17 Frags, 18 bei Aika, 15 bei denen im Kara mit 12. Ultimate mit 11. Auf der anderen Seite Anruin mit 12, 11 bei Panix, die beiden mit den Double Digits, dann 9 Frags bei Ahead und Reaction und Preet. Die sind gerade mal so mit 8 Dingern unterwegs. Heilige Maria Gottes. Das hätte ich so dann auch nicht erwartet. Aber noch ist nichts entschieden. Aus einem 13 zu 4 kann ein 13 zu 16 werden und Panix, der zeigt uns auch warum. MP5 mit Charlie habe, wollen einige Mutter MPC. Ja, da hast du aber wirklich was verpasst. Die gibt's schon lange. Oder länger jetzt wieder. Kam mit einem Update MP5 SD. Endlich wieder MP5 Action am Start. So, Thorsten M. Beigensteuern ist es auch, wette ich meinen fetten Arsch drauf, solange es weitermachen und nicht wechseln. Okay, wo bietest du deinen Hintern denn an? Bahnhof Zoo. So, und jetzt ist man Stück für Stück vor. Man hat jetzt die Information. Oh, der war wichtig. Kara brauchte diesen Track, aber dann hat man Reaction immer noch ein gutes Aiming am Start. So, jetzt sind Synced und Ultimate. Die beiden müssen irgendwie schauen, dass sie auf den Spot draufkommen. So, Sync kriegt die Bombe gelegt. Utility. Man hat noch einiges an Flashes, sogar noch Smokes. Und Ultimate bekommt den ersten und zieht Sync drum, bekommt es nicht. Ultimate, one on two. Und dann schafft er nur einen. Big holt die Runde. Aber nur mit einem Spieler überlebt. Und das ist natürlich die Problematik auf der CT-Seite. Man braucht eigentlich die Kohle. Aber in dem Fall hat es nicht sollen sein. Aber, ne, meckern auf hohem Niveau, immerhin die Runde geholt. Das ist ja auch schon mal wichtig. Und Lenz, der ist ja jetzt in Urlaub geflogen, hat ja eben aus dem Flugzeug noch mit uns geschrieben. Der hat ja ganz klar gesagt, egal ob die Jungs aufsteigen oder nicht, ob sie das holen, ich bin zufrieden mit meinem Academy-Team. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man Rückhalt hat, dass man unterstützt wird von der Orga, von den Verantwortlichen. Aber... Es hört sich hier gerade schon zu viel nach Aufbruchstimmung an. Da werden wir, oder da sind wir, glaube ich, den Jungs von Big gerade ungerecht gegenüber. Aber bei dieser starken Leistung, die die Jungs von den Playing Decks zeigen, ist es wirklich, ja, nicht zu weit hergegriffen. Ja, aber mal Informationen, Thorsten M., mein Lieber. Wird was bei den Ducks geändert? Das würde mich mal interessieren.
Weil zum Ende hin sind sie ja echt noch richtig geil aufgewacht und es formt sich hier langsam zu einem wirklich schicken und schnieken Team. Nageln wir ihn einfach mal fest. So, weiter geht's. 13 zu 5. Die Ducks mit wenig Geld. Man holt einfach mal zwei Shotguns und drei Deagles. Interessant, wie man das Ganze spielen möchte, frage ich mich. Das weiß er nicht. Okay, Gappy, du aber bestimmt. So, Ultimate. Kriegt schon mal einen wichtigen ersten Frag und das darf jetzt natürlich nicht passieren. Und zack, Ultimate mit dem nächsten. Alter Verwalter, was ein schönes Play von ihm. Der ist aber auch gerade wirklich ein unglaublich unangenehmer Gegner. Anuin bekommt einen und Ultimate immer noch auf der Pirsch. Das gibt's doch gar nicht. Nice, der Autodirector, deswegen war der auch so verliebt in den Herrn. Oh nein, das ist natürlich, wenn man solche Runden dann abgibt, dann muss man einfach ganz klar sagen, da ist die Spielklasse dann von den Playing Ducks einfach besser oder vielleicht auch die Ausdauer von den Jungs von den Big einfach nicht mehr so gegeben, wie es war. Er zieht durch mit dem Fuse Gate, kriegt den Diffuse. Stark gemacht noch. Wieder nur mit einer Waffe überlebt, aber trotzdem. Big zeigt hier Kämpfermentalität. Ulti mit dem Multi. Stumpf, schlicht, aber gut. Man ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein Spieler ahead, weil man ahead rausnehmen konnte. Synkt ebenso nochmal erfolgreich. Das heißt, Preet und Reaction sind die letzten beiden Überlebenden. Der Base-Spot ist schon komplett eingenommen. Und das sieht ganz, 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 ganz bitter aus schon mal. Also die Runde kann man fast schon abschreiben von der Rechnung. Ich habe es eben noch gesagt bei Big. Wenn sie die erste Map holen, dann haben sie gute Chancen. Aber die erste Map, ihr eigener Map-Pick wurde von dem Dax auf jeden Fall gut. Alter, das Aiming ist hier wirklich bei den Dax gerade ultimativ. Da musst du dann auch erstmal ein paar Antworten für finden. 14 zu 6 und Big, ihr schaut euch das Geld an. Das sieht, also das sieht wirklich. Da sind die Wolken Mordors. Da sind die Trommeln der Trolle am Horizont. Aktiviert. Da fließt ein wenig Mut aus dem Körper der Jungs, aber man sieht es, es ist Obst im Haus. Nein, sie haben sich eine P250 gegönnt, eine Flashbang. Auch hier will man versuchen, weiterhin irgendwie noch mal was zu machen. Jetzt erstmal Eco holen, go go. Ja, das wäre natürlich so das typische Déjà-vu, was wir eben von Overpass hatten. Gegen die Jungs von AYB. So, er sieht den letzten Spieler, der hat auch nichts mehr. Ah, damit hat man die Runde gewonnen. 15 zu 6. Uiuiui. Ui, ui. Und damit Big immer noch nicht gut equipped. Sie haben zwar Geld, um Waffen zu kaufen, aber Utility ist nicht vorhanden. Und das könnte hier ein bitteres und schnelles Ende für die Jungs von Big nehmen. Wer übrigens danach immer noch Lust auf Counter-Strike hat, sehr gerne, könnt ihr bei mir auf dem privaten Kanal vorbeischauen. Da geht es dann ungefähr 25 Minuten im Anschluss dieser Übertragung weiter mit Community-Matches.
So, lass es eine halbe Stunde sein. Oh, und das sieht hier schwach aus. Das sieht hier böse aus. Das sieht hier sehr, sehr böse aus. Ja, und Preet ist der letzte Überlebende. Und damit sollten die Ducks es hier geschafft haben. Jawohl! Playing Ducks ist weiterhin erstklassig. Und die Jungs von Big haben sich leider umsonst nach oben ins Finale gekämpft. Trotzdem, ja, nicht traurig sein ist ein dummer Spruch. Seid traurig, aber steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern zeigt den Leuten da draußen, dass ihr auf jeden Fall nächste Season mit am Start seid. Und dann holt das vielleicht direkt mit dem Direktaufstieg. Also, Playing Ducks immer wieder. Die Enten, sie schaffen es immer wieder. Ente, süß, sauer, alles drum und dran. So, und der Major Rabbit schreibt, das war eine tolle Saison 10. Ich verabschiede mich in den Urlaub, wünsche allen, die man bis dahin nicht mehr sieht, schreibt, hört, frohe Feiertage und einen guten Rutsch back in 2019. Ja, die Season ist vorbei, Freunde. Die Aufsteiger und Absteiger sind bekannt. Und ja, herzlichen Glückwunsch an die Jungs der Playing Ducks. Ein großes Beileid an die Jungs der Big. Und ich hoffe, euch hat zumindest mein Cast gefallen. Wenn ihr Bock drauf hattet, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Twitch-Kanal vorbei oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich würde mich freuen. Gerne ein Like da lassen. Ich glaube, die 10.000 haben wir jetzt schon geknackt. 10.000 Follower. Danke, danke, danke da draußen. Vielen Dank. Und sonst hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr eine schöne Zeit habt, ihr Lieben. Wir gucken mal eben. Haben wir noch jemanden? Moment, Bros. Browse. What's going on in this town? Town, town. Wir gucken mal eben. Kanäle auf Deutsch. Ich glaube, Jitko ist online, oder? Kann das sein, dass Jitko online ist? Wenn Jitko online ist, dann gehen wir natürlich, schicken wir euch rüber zu dem guten Jitko. Ist er online? Ich weiß es nicht. Twitch.tv/Jitko. Ist du online? Nein, ist nicht online. Ist nicht online. Dann werden wir auf jeden Fall irgendwen anders nehmen. Da gucken wir mal, wie wir haben. Ja, machen wir später. Also, liebe Freunde, ich wünsche euch was. Später geht's bei mir weiter. Ich hoffe, ihr seid am Start. Würde ich mich riesig freuen. Und sonst wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Danke an alle da draußen. Danke an alle Admins, an alle Mods, an alle Zuschauer, an alle Subs, an alle, die hier diese Unterstützung haben. Danke an Big. Dankeschön an die Playing Ducks. Danke an Counter-Strike. Danke an Volvo. Und danke an meinen wunderschönen Friseur. Freunde, bis dann. Wiedersehen. Freunde, es geht rüber auf 19 Damage 2. Es läuft noch Relegation 2-3. Also, haut rein, Freunde. Genießt Counter-Strike im höchsten Niveau. Bis später.